Willkommen in Almazra. Also eine Nacktkatze wäre mir lieber. Ja, da wäre ich auch dabei. Ey, weißt du jetzt, ich, Nico, wir beide haben jetzt so einen coolen Spruch gehabt, weißt du, mit deinem Chihuahua, ich mit den Flammen und so. Und solcher Seite war gar nichts, Digga. Aber echt. Wir schon unsere Charaktere, wir gehen jetzt so richtig in die Rolle rein, Alter, so. Die Flammen brennen hoch mit The Ghost, Alter. Der Chihuahua ist schon bereit, Alter, der Knutscher. Der geht ab. Der spritzt schon die Hosen voll, Alter. Pass auf, dass er dir nicht in die Jacke reinscheißt, der ist ganz klar. Das hast du jetzt sagen müssen und ich bin der Willi Kahn und ich bin auch dabei. Ich bin low. Der irgendwie zum coolen Minispot noch ist, Alter. Ich bin ja den Dienst gerade. Der Ninja, zum Rei. Oh, das hat jetzt schon russisch in die Stadt geschrieben. Sascha, ich glaube, du musst mal deine Windel wechseln. Das Spiel hat mich in den Arsch gefickt, was soll das? Ich schieße nur. Wieso hab ich jetzt die Farmers dabei? Das ist die Scheiße. Das Spiel hat es mir nicht meine Farbe gemacht, sondern die Standard, die nur 25 Schuss hat, das Render Scheiß. Gib dir raus, ich ersteche jemanden. Ja. Schau an. Ich glaube, im Haus drin, glaub, den hab ich geschieden korrekt, ja. Da kommt ein Fahrzeug. Digga, was hat denn der geschluckt, Alter? What the fuck? Lächerlich, Alter. Wir haben dich erwischt! Ich hole uns mal Panzerplatten. Aua. Panzerplatten liegen hier. Ich hab hier Panzerung. Kommando an Ultra 1. Drohne hat Position eingenommen. Ihn durch. Ich hab hier Panzerung. Wie viel hast du, Tyron? Hm? Wie viel Panzerplatten? Umf. Hier. Ich brauche noch welche. Sollte reichen. Jetzt habe ich 15. Sollte reichen. Ja, vorher. Bei den Bots hält es nicht lang. Zum Kampfroboter. Wir setzen uns hier zusammen, Alter. Transformers, Digga. Ja. Wie diese Bakugan damals. Wie du zusammenstecken konntest, was du so rausnehmen kannst. Boah, ich hab den Elfam Platz gehabt, ne? Diesen großen roten. Und der Mitte dieser Drache, wenn man ist. Ultra 1, da ist ein schwer gepanzertes Team mit einem Waffenkoffer in der Nähe. Wir haben die Position auf der Taktikkarte markiert. Angriff auf eigenes Risiko. Kann sein, dass du vielleicht gleich einen feuchten Deck auf dem Rücken hast, oder? Wenn du Aufträge erfüllst, erhält dir, dass du an Vorratsstation ausgeben kannst. Ultra 1, ein Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Oh, und ich bin raus. Feindliche Drohne aktiv. Kann man Buckel runterrutschen. Keine Zeit für dir.
Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ultra 1, Drohne benötigt Treibstoff und kehrt zur Basis zurück. Das wird jetzt wieder lustig. Nicht vergessen, Überbrückungskabel und Batterie. Mhm. Und den Detektor. Eine Tauchermaske. Also ein Detektor liegt immer in der Chemiefabrik in der Mitte, wo dieses Gebäude ist. Da ist immer einer auf dem Tisch oben drauf. Ja, wie zuckert das von Teil aber? Der Detektor. Der R4D. Ach, Detektor. Ja. Also. Falls wir das mit den Tafeln versuchen wollen. Ja, falls wir es schnell verstanden. Genug so. Falls wir es überhaupt so weit schaffen, so schnell. Zeit geht ja. Ja hier immer sehr schnell rum, wenn man sich durchkämpft. Aber ist Vektor verstanden, deswegen war ich verwirrt. Ja. Ja, erstmal den Vektor benutzen, um irgendwie ein Rätsel zu lösen. Ja. Ich habe gehört, auf Sachen drauf zu schießen, erweist sich oft das effektiv. Ja, da ist was dran. Vor allem, wenn es Gegner sind. Mir fehlen auch immer noch 4 Teile von dieser total verrückt AK-Variante, die man hier finden kann, die Teile. Mir fehlen noch 6 Teile. Eins ist wieder hier unten. Wir sind jetzt wieder an der richtigen Stelle, wo eigentlich am gemütlichsten ist, reinzugehen. Meiner Meinung nach ist das hier wirklich der beste Eingang. Sucht nach Markierungen, um euch im Gebiet zurechtzufinden. Eine Bombendrohne. Falls ihr hier noch diese Brennstäbe braucht, hier liegen überall noch so rum welche. Die reduzieren auch gut die Zeit immer. Atomtreibstoff, Alter. Oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, ich glaube. Ja, wenn nicht, wenn du die drinnen hast, die verkürzen gut die Zeit deiner Waffen. Schüsse. Das bin ich. Bin schon mal durchgegangen. Und am Anfang liegt da nicht großartig was. Hier drüben ist das Teil drin. Platziere Ladung! Hab ich mich erschrocken? Ich hab gedacht, ich hätte verkackt, Alter. Ich hab kein gutes Gefühl darunter. Ja, ich geh kurz durch, um das Teil zu finden. Tauchermaske geregelt. Die haltet auch echt lange. Und wir müssen ja auch noch Nachtsichtgeräte finden. Wobei ich gleich Kills mal ohne machen muss für die eine Challenge da. Für den Auftrag blieb. Ja, total verrückt Visier, ich hab's. Das ist immer an derselben Stelle. Ich hab ein Nachtsichtgerät. Ja, ich hab auch eins. Liste des Ladenbesitzers bringt mir folgende. Ja, wir wissen jetzt, wo der ist, ne? Der ist im Sperrgebiet. Serverband rot und Mitarbeiterhandbuch. Ich habe auch nur das Handbuch, weil die Dinger, die roten Serverbänder, sind ja immer in den Servern drin. Ich habe noch ein 80-Gerät-Teil und du brauchst noch eins, oder? Yes. Ich habe eins, ja. Ja, dann haben wir 3 Stück. Tauchermaske ist echt wichtig, Digga. Vor allem, die ist ja für beides auch noch. Das ist so overpowered. Ja, für 80 Geräte. Für 80 Geräte. Und Tyron, du hast es ja noch nicht. Ja. Hast du dich ausgeschalten? Ja, ne? Ja. Da ist auch noch ein Brennstab. Kann man die stacken? Ja. Man kann nicht sogar stacken, wenn ich noch eins finde. 2 Stück sind schon 5000, Alter. Mann! Dann ist die eine Challenge doch einfacher als gedacht. Ich glaube, Lagerplatz war das. Da braucht man Brennstäbe und Stahlungsbogen. Ja. Die findest du hier bei den Eingang immer. Du findest immer 3-4 Stück auf einen Schlag. Hier ist Schwefelsäule. Warte mal, das ist ja eine Verbesserung, ne, mit den Brennstäben.
Ja, ja. Dann hier, nimm du dir. Okay, ne. Und ich hab das schon fertig. Ich glaube, ich den Brennstäbe. Jetzt haben wir aber gar kein Ding gefunden. Batterie oder Überbrückungsgabel. Ja. Das ist schlecht. Ziemlich schlecht. Macht Sicht auf. Jetzt. Hab mich gerade überhaupt nicht erschrocken. Auch nicht auffällig. Das ist das Gebäude, glaube ich, ja. Ja, Tyron, nimm du das am besten wieder. Türe geht auf! Hier drüben! Unterwegs! Schau. Die geht auf hier! Granate geworfen! Termit angesetzt! Ich hab Termit, ich treffe welche damit! Molotow geworfen! Oh, wir haben sie schon zurückgedrängt, Digga! Links, glaube ich. Er redet. Warte mal, das kann man kann den hier gar nicht aufnehmen im Drop. Schaut einer von mir rechts in den Gang rein. Gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Ich bin hinter dir. Sascha, deck du hinter uns ab. Ich guck grad noch in den anderen. Los. Die kämpfen hier. Vor uns. Aufpassen, nicht reinpushen, das sind mehrere. Abgekriegt. Müssen aufpassen, dass ich von der anderen Seite da kommt, ne? Von hinten. Ja. Sascha, deck du von hinten ab. Bombentone. Ich hab die Tür im Blick. Links ist irgendwo einer. Was sind ich denn überhaupt da? Eins. Wurde abgeschossen. Ich bin mal nicht sicher, ich hab mehrere gesehen. Ich glaube vier habe ich gesehen. Oh, scheiße, Digga. Hier ist halt auch ein guter Spotter drin, ne? Ich glaube, ich habe Shots hinter uns gehört. Ich habe die Hintertür im Blick. Laser von links. Ja, links ist in der Tür, habe ich zwei Stück gesehen, auf jeden Fall. Das sind drei Stück. Ja, ich glaube auch zwei links und einer rechts. Hier ist eine modifizierte Waffe. Feindbeschuss! Er ist weak. Blatt dich. Aufzug? Ja, Bots kommen. Oh ja, und die kommen natürlich jetzt alle zu uns. Alles klar, Digga. Ja.
Hier ist eine modifizierte Waffe. Ziele im Gebiet. Ich würde ja sagen, dass das gerade eine ziemliche Pattsituation ist. Wenn man es überhaupt, ne? Wir eben hier den Gang ab und die links sind vorne. Nur mit dem Problem, dass wir den Hintereingang haben, wo noch andere Teams kommen können. Wenn von hinten welche kommen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Wir können uns immer noch verpissen. Habt ihr Granaten? Das Ding ist halt, ich würde dich halt schon gerne hier töten, ne? Ja, das würde ich auch gerne, aber... Weil wenn wir hier weggehen, dann haben wir trotzdem... Los, in Deckung! Ja, das Ding ist ja, jetzt sind wir hier... Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Wieder KIs. Man, mir geht jetzt langsam auch die Muni aus, ne? Ich hab ne Munibox. Ja. Munition hier! Ich kann dann versuchen, von der anderen Seite die zu umlaufen. Ist aber sehr riskant. Granate ist raus! Ich glaube, dass der jetzt weiter rechts hocken wird. Ich versuche mal über die andere Seite zu gehen. Sascha, bleib du jetzt an dieser Türe hier. Du kannst weiter hintergehen. Ich gehe andersrum. Genau vor mir. Abschuss. Richtig geiler Typ, der Typ. Tyron, wenn du was ist, sag Bescheid. Ich gucke hier in den anderen Gang rein. Tyron, ich bin jetzt, wenn du durch die Türe gehst, wo du bist, rechts bin ich direkt. Ja, und ich kann jetzt nach links gucken, da ist niemand. Ich gucke da gerade durch, also links ist gerade niemand. Ja, das ist schon passiert. Soll ich dann vielleicht reinpushen? Also in den nächsten Raum halt drin. In den Raum hier kannst du reingehen. Da ist einer rechts geslidet. Ich geh durch. Ja, da kommt er noch. Shieldbreak. Ich geh links rum hier. Da ist noch einer. Das war ein Bot. Bei mir einer. Hab einen. Einer ist tot. Oben. Einer ist auf jeden Fall weg. Oben bei Pinnen in der Tür war. Ich bin hinter dir. Achtung, diese Erkennungsmarke hat deine Position für feindliche Operator markiert. Rechne mit Feindkontakt. Ich hätte Marke aufgehoben. Das war ich. Schön bei dir, Tyron. Ich bin weiter links. Ultra 1, mach die Türen zu. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Ich sichere weiter links ab. Ja, die hocken hier. Die gehen immer weiter zurück. Wir haben die bald in der Falle. Hab einen getroffen mit dem Dingens, mit dem Muni. Einer liegt! Einer ist tot! Hab ihn. Das waren alle. Drei Stück. Ja. Der, das ist ja erst vorne rum hier, ne? Wir haben die bis ganz nach zurück gedrängt, Digga. Ja. Ich hab grad Kampfhut aktiviert und wollt vor. Ich denke, hab ich da grad schon wieder durchgelaufen bin mit dem Durchballern, Alter. Ah! Autobatterie, Rückenskabel. Hier redet noch sehr einer. Gut. Ja, das sind wahrscheinlich die Toten noch. Entfesselter Zorn. Ah. Ich würde mal behaupten, das lief für die nicht so gut. Mhm. Ja, die haben auch scheiße gespielt, die hätten drüben bleiben müssen an der Seite. Verbesserte Drohne. Die haben einen Fehler gemacht und sind immer weiter zurückgegangen. Ja.
Ah, der eine hat die Black Cell Farmers da. Ja, ich glaube, die hatten dasselbe vor wie wir. Ja, klar, die haben. Allein schon, weil das Zeug dabei hatten. Ja. Ultra 1, Marke gesichert. Feindliche Operator beobachten dich. Cool bleiben. Ultra 1, ihr habt euch eine Marke gesichert. Ich habe auf jeden Fall die ganzen Marken genommen. Wachsam bleiben. Brauche ja die Scheiße sowieso. So, jetzt nur noch hoffen, dass hier von hinten nichts kommt, Alter. Und ich habe die Sperrgebietskarte. Das ist gut. Wir haben halt nur noch 15 Minuten, ne? Das Rätsel werden wir nicht mehr schaffen, aber wir könnten es noch zum Sperrgebiet schaffen. Und da hinten gibt es ja einen extra Aufzug zum Abhauen. Performance NB. Nachtsicht. Let's go. Warum also das ist jetzt alles, ne? Ja, Überbrückungskabel, Batterie. Okay, dann können wir reingehen. Was sehe ich irgendwo die Pfeile? Warte mal, ich muss ganz kurz noch hier ein paar Leute töten. Während Nachtsicht aus ist. Das Dumme ist, ich sehe hier nichts. Verstärkung. Einer noch. Müssen wir mal sagen, wenn ihr irgendwo einen seht, ich muss noch einen abknallen. Okay, hab's fertig. Sehr gut. So, warte, sehe ich Pfeile. Warte, ich kann. Aber in die Richtung ist ja schon da, Richtung ungefähr. Na, ich glaube, das ist doch hier irgendwo, ne? Ja. Ja doch, das ist glaube ich der jetzt hier hinten. Unterwegs. Ne, das ist anderer. Mann, hier sind wir drinne gewesen, ne? Ich glaube. Gott, ich hasse die Chemiefabrik. Ja, ich sehe nirgends so die Pfeile in der Wand. Eigentlich müssen wir immer nur die äußere Wand langlaufen. Irgendwann kommen wir dorthin. Da ging's nicht. Da ist ein Aufzug. Da, Pfeil ist hier. Warte mal, haben die das schon geöffnet? Nee. Ne, das ist nicht so eine Tür. Ne, 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 das ist falsch. Ich glaube, wir müssen nach C1 und 2. Ne, das sind nicht normale Pfeile, die siehst du nur mit dem Wetterdetektor, wo ich meine. Die richtigen sind nur mit dem Detektor. A2? Digga, es sind schon sehr viele Türen offen, ne? Also hier waren auch schon auf jeden Fall noch andere. Oh shit. Das ist dann dort, wo wir waren. Beim Sperrgebiet. Alter, kann man jetzt mal hier sagen, wo die Scheiße ist? Ich drehe hier gleich durch. Ich glaube, deswegen sehe ich die Pfeile auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil das schon geöffnet ist. Jetzt, ja. Hier ist es doch. Hier ist Beute. Rücke vor. Oh nein, die Scheiße. Das bedeutet aber auch, dass es mehrere Wege da drin gibt. Ja, schau mal, der Waffenkoffer ist in die genau andere Richtung, ne? Wir sind ja. Stimmt. Wollen wir versuchen, den zu holen? Könnte man echt machen, ne? Ja, dann komm, weil das Rätsel schaffen wir hier sowieso nicht mehr. Ja, und wenn wir schnell sind, die wollen auch abhauen. Na, ja, die Frage ist nur, wo sind die reingegangen? Es muss einer der Eingänge dann da hinten irgendwo sein. Sie echt mal lassen, was sie es noch geschafft haben, was Geiles reinzubringen mit dem Co-Shell-Komplex, der noch irgendwie so abgefuckt ist. Das müsste das hier sein, ja. Ich finde es mega geil mit diesem Bunker, ja. Ja, weil auch das ganze Feeling anders ist. Das ist so ganz andere Atmosphäre. Ja, das hat schon so richtig Escape from Tarkov-Feeling. Nachtsichtgerät kann auch sein, oder? Ja, wir müssen aufpassen, die sind jetzt hier irgendwo. Das ist dieselbe Area, wo wir waren, ne? Mhm. Hä? Ja, die gehen zum Aufzug. Wir müssen uns jetzt beeilen und was versuchen wollen. Oh,
Boah, wir müssen hier erst doch über durchrennen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Shots. Spieler hier oben. Direkt über uns. Ich komme da nicht hoch. Ich könnte die von hinten ficken. Ich hab Double Kill gemacht mit dem Molotow. Die mit dem Koffer hauen ab. Achtung, Semtex! Die kriegen wir nicht mehr. Die sind weg. Kannst vergessen. Wenn das Symbol schon da ist, dann schließen sich die Türen schon. Scheiße. Jetzt bin ich oben. Hinter mir ist noch einer. Hinter mir ist noch einer. Der spielt mit einer Schrotflinte. Wo ist er denn? Pass auf, Nico. Ja, ich komme da nicht hoch, Jungs. Richtig mit Anlauf. Ja, ach was. Nein, mach doch nicht weg. Ich will ihn doch. Keine Angst, alles wird gut. So ein Wichser, Alter. Die hatten auch Überprüfungstabellen und ganzen Scheiß dabei. Ultra 1, Achtung, die feindlichen Aktivitäten. Ultra 1, Achtung, diese Erkennungsmarke hat deine Position für feindliche Operator markiert. Rechne mit Feindkontakt. Da waren dann immer noch welche. Ah, ne, der ist auf uns, ne? Ja. Bin getroffen. Ich will dummer Wind, wir haben jetzt schon zwei Teams gebumst. Sag's ja, Digga, wir werden immer besser. Man merkt eine Steigerung. Hier liegen Goldbarren rum. Digga, am liebsten würde ich hier die ganzen Waffen mitnehmen. Ich sag's so, wie es ist. Ich kann aber nichts mehr mitnehmen. Meistens sind Scheiße hier rumliegen. Ah ja, nee, ist wieder der Shop-Typ. Ja. Das Teil kommt nur ran, wenn wir das Zeug haben. Man weiß nie, was hier so alles in den Schatten lauert. Oh, warte mal. Schau erst auf die Wand. Du musst mir erst ein paar Gegenstände bringen. Ich könnte sogar zwei Sperrgebietschlüssel kaufen. Kurz Platz machen. Hallo, ist da jemand? Also ich will jetzt das Zeug nicht in den Tortokiefkasten legen, weil es hat vorhin bei mir nicht gezählt. Warum so? Warum ist das normal extrahieren? Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Sperrgebietsschlüsselkarten geholt. Braucht ihr Platten? Schüsse? Shots. Hier sind noch mehr. Auf geht's, ich brauche nichts. Ich hab noch drei Stück. Vor uns ist einer. Ey, das ist KI. Ich werde beschossen! Pass doch auf! Digga, auf wen haben die geschossen, Alter? Einzig ist der Bunker ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes komplex. Das ist echt heftig. Was ich mich aber frage, du, auf der anderen Seite sind wir doch auch durchgegangen und da war doch auch ein Waffenkoffer. Ultra 1, es gibt Familienmitglieder
Mehr Feinde aktiviert. Pulse 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ich würde sagen, extrahieren oder nächste Runde versuchen. Ja. Dann mal mehr Zeit. Ich werde hier drüben beschossen. Oder versuchen wir nächste Runde ins Sperrgebiet zu gehen. Da kommt feindliche Verstärkung. Ja, das ist herrlich mit der Pumpgun mich wieder durchzumähen. Sehr, sehr gute Runde, Digga. Atomstäbe, 3 Stück Goldbahn. Besten gleich versuchen, wieder über diesen Eingang reinzugehen. Dann kriegst du wieder Brennstäbe. Und wir kommen am einfachsten rein. Also das ist hier für die Waffe. 32.000, Alter. So nicht anders.